Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Origami-Video. Und ich zeige euch in diesem Video super einfache Aufbewahrungskisten oder vielleicht auch so als kleine Geschenkverpackung. Ich habe die hier zweimal mit Washi-Tape dekoriert. Das ist ein super schönes Hilfsmittel dafür, weil nämlich eine kleine Ecke umgeknickt werden muss. Zeige ich euch gleich noch alles genau. Hier habe ich es einmal mit größerem Musterpapier gemacht und hier zweimal mit Notizzettelchen. Dieses Papier war an sich zweifarbig. Die andere Seite seht ihr hier einmal. Da ist die bunte Seite außen und innen ist dann die normale. Hier seht ihr den umgeknickten Rand und ich habe das Ganze so ein bisschen als Aufbewahrung für Washi-Tape jetzt genutzt. Und ja, ich zeige es euch in diesem Video auch mit einem kleinen Notizzettel, wie gesagt 9x9 cm groß. Ich starte mit dem Notizzettelchen und ich klebe mir als erstes das Washi-Tape auf und zwar ganz außen auf zwei Seiten. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es hier so ein Stück absteht. Das klebe ich einfach auf der Gegenseite fest. So, die erste Seite habe ich schon. Jetzt kommt die zweite Seite dran. Und auch hinten einfach rumschlagen und festkleben. Dann lege ich das Blatt so vor mich hin, dass das Washi-Tape außen ist, also zu mir zeigt. Und falte das Blatt einmal zu, sodass das Washi-Tape sich trifft. Gut zufalten. Und dann nehme ich hier die Seiten mit dem Washi-Tape hoch und schlage genau die Länge um, oder die Breite um eher, die von dem Washi-Tape abgedeckt ist. Einmal umdrehen und auf der Gegenseite genauso. So sieht es momentan aus von beiden Seiten. Wenn ihr es ohne Washi-Tape macht, schlagt einfach einen dünnen Streifen um. Dabei ist es grundsätzlich egal, wie viel ihr umschlagt. Es darf nur nicht mehr als die Hälfte sein. So, Washi-Tape ist da wie gesagt ein gutes Hilfsmittel für. Und ich öffne es jetzt wieder. Das Washi-Tape ist jetzt nicht mehr sichtbar. Und ich nehme jetzt die neue untere Kante und schlage die zur Mittellinie. Drehen und auf der Gegenseite genauso. Jetzt habe ich hier in der Mitte meine beiden schon vorgefalteten Washi-Tape-Streifen und die halte ich einmal so nach oben, damit ich nämlich die vier Ecken auch zur Mittellinie rüberfalten kann. Nummer 1. Nummer 2, alles einmal rüber. Nummer 3 und auch meine vierte Ecke. Und dann kann ich das Washi-Tape wieder gerade hinlegen. Und ich bin schon fast am Ziel, also ich kann die Kiste schon fast aufstellen. Ich nehme jetzt noch einmal hier das Dreieck. Das seht ihr hier unter dem Washi-Tape und schlage es einmal rüber. Auf der Gegenseite natürlich auch. Und dann kann ich hier das Washi-Tape öffnen und nach oben ziehen. Hier jeweils die Seiten, die nach oben gehen, feststellen. Die muss man noch so ein bisschen festknicken und auch die Gegenseite öffnen. Einfach hochziehen, diese Seite nach außen drücken und natürlich auch bei der vierten. Und meine Kiste ist schon fertig. Also total einfach und besonders hübsch halt dadurch, dass ich hier diesen Washi-Tape-Rand habe. So als Farbkontrast finde ich das Ganze super schön, besonders wenn man es halt mit einfarbigen Notizzetteln macht.
oder auch wirklich wunderschön mit zweifarbigem Origami-Papier. Hier sind nochmal die beiden vom Anfang und ich hoffe, euch hat die Anleitung und die Idee gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen oder Wünsche habt, einfach alles unten reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, da freuen wir uns natürlich auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!